Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part, The Walking Dead. Ja, wir sind hier gerade raus aus dem... Upsala. Aus dem Lager von Carver gekommen. Und werden uns jetzt hier mit Zombie-Gülle einreiben, weil wir uns hier durch die Zombie-Horden noch irgendwie wühlen müssen. Ist natürlich schon eklig, aber das kennen wir ja schon, ne? Das haben wir ja nun schon mal gemacht. Als wir mit Lee unterwegs waren, ist zwar schon ein bisschen her, aber was soll's. Ja, Sarah, also tut mir echt leid. Jetzt ist es halt so und da musst du dann leider Gottes durch. Ja, natürlich, was denn sonst? Also. Ja, los, einschmieren hier. Okay. Okay, now you turn around. Smells gross. Ja, das ist halt so. Everybody shut the fuck up. Be okay, honey. Just ja. Stay still. Are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Ja, das. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. Okay. Wirst doch noch, als sie so klein war und eingerieben wurde, wie eklig sie das fand. What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Oh nein. Someone say something before I start. Hey, hey, hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you, you hear me? Troy. Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy, you can come with us. What? Well, where would we go? Away from here. Together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... Come on. Don't make any noise. Got it? They might hear something they don't like. And for fuck's sake, die Frau ist hart, ey. Act like you belong, and you will belong. Die Frau ist echt der Hammer, ey. Ich sag ja, die wird noch eine Schlüsselrolle spielen und da haben wir die Schlüsselrolle auch. Ja, los, geh. Oh Gott, Sarah, wie die schon guckt. We got this, y'all. Okay, wir gehen hier ganz langsam, ganz langsam. Ah ja, damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Einfach weitergehen. Ah, ist ja klar, dass die auf die Zombies schießen, ne? Da habe ich aber auch überhaupt nicht mit gerechnet, also. So. Ja, Sarah, geh einfach weiter, ey. Ja, was soll ich denn sagen? Ich dachte, ich soll mich vorne halten. Ne? Alles. Ja, so ist es jetzt. Geh weiter. Weiter, weiter, weiter. Oh Gott, ey. Ja. Sarah, halt die Klappe jetzt. Oh nein, ja. Ah, meine Maus. Scheiße. Zur Seite, jawohl. Ja, los. Ah, deine Axt ist da auf alle Fälle mal, alle mal besser wie eine Schusswaffe, ne? Oh, okay, da haben wir... Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, gleich Arm abhacken, oder? Was soll man machen? Oh Gott. Scheiße, ey. Ja. Ah! Oh mein Gott! Ah! Jetzt lauf. Ah! Ja, was für eine Entscheidung. Was für eine Entscheidung. Oh mein Gott. Ja, nicht schön, aber selten. Nächstes Mal bei The Walking Dead. Sarah's glasses. She's gonna get someone killed.
If I had said I had the radio, Carver might not have been as vicious to... Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? Ja, bestimmt nicht, aber... You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. Not now, damn it. Damn it, where the fuck is Luke? They're all gonna die, Clementine. Don't let them pull you down with them. Ja, puh, ja. Ich, ja. Wie immer, nach einer Episode von The Walking Dead bin ich erstmal total weggeflasht im ersten Augenblick. Und kann es natürlich, meinetwegen dürfte Episode 4 ruhig schon da sein. Aber gut, okay, wir gucken uns jetzt erstmal die Statistiken an. Compassion. Help Sarah with her course. Ja, tatsächlich haben sich 67,3% der Spieler dazu entschlossen, Sarah zu helfen. Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht wirklich repräsentativ, da ich jetzt, nachdem das rausgekommen ist, sofort losgespielt habe. Aber ja gut, der O-Ton geht in die Richtung. Told Bonnie about Luke. Tatsächlich 71% der Spieler haben das erzählt, dass Luke uns kontaktieren will. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte am liebsten gar nichts gesagt. Ihr habt das ja mitgekriegt. Vielleicht, ich habe mich da verklickt. Admitted to stealing the walkie-talkie. 71,7% der Spieler ja, okay, haben das. 61,7%. Okay. Watched Kenny kill Carver. Oh, das ist sehr ausgewogen. Haben 52% immer noch die Mehrheit. Ne? Der Rest hat nicht zugeguckt, aber... Ja, ein bisschen Genugtuung wollte ich da auch haben, ne? Was der da angerichtet hat, das passt schon so. Chopped off Saritas Arm, ja, 62,5% der Spieler haben den Arm ab. Ja, weil alles andere wäre auch witzlos gewesen. Also ich denke, da den Kopf von dem Zombie umzuhauen, wäre Blödsinn gewesen. Ich denke, mit dem Arm hätte sie die größeren Überlebenschancen, sonst hätte ich mich so nicht entschieden. Was man jetzt, glaube ich, in der Episode, ich mach mal hier auf Continue, dann läuft der Abspann ja noch. Ich glaube, was man jetzt in dieser Episode schon sehr gut merkt oder gemerkt hat, ist tatsächlich, wie heftig sich das Ganze doch zuspitzt. Die Menschen sind echt schlimmer wie die Zombies. Ich meine, man entscheidet sich, durch diese Zombie-Horden zu gehen, obwohl man in Sicherheit mit anderen Menschen sein könnte. Ja, aber die Menschen sind da schlimmer und erschreckender wie die Zombies, was sich auch sehr deutlich rauskristallisiert jetzt so im Laufe dieser Season 2, finde ich, wie erwachsen und abgeklärt Clementine geworden ist im Vergleich zu Sarah zum Beispiel, die ja wirklich eher einfach noch ein Baby gewesen ist. Ich danke jetzt natürlich wieder sehr, dass ihr mich dafür begleitet habt. Jetzt geht's dann ganz normal mit Sherlock Holmes wieder weiter. Und ja, ich lasse jetzt einfach den Abspann noch laufen und freue mich auf die nächste Episode. Ich hoffe, ihr hattet auch etwas Spaß beim Zuschauen. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Memories of darkness struck with you in. Foothold eludes you, long floods of time. So remember me, write my name on the stone. But don't let me taking its toll.